Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales mit Nate. Als Nate zurückgereist in die Vergangenheit, sodass er dann sich selber helfen kann. Sollen wir die jetzt nochmal betrachten? Wir machen es einfach mal. Der Häuptling hält mich für einen Spion der Erzhexe. Dabei wollen wir es belassen. Die Tarnung ist perfekt. Mit der Erzhexe legt sich auch so einer nicht an. Die Gute wird heute noch einigen Grund bekommen, sich grün und blau zu ärgern. Naja, hauptsächlich grün. Aber dafür müssen wir helfen. Ich muss meinen ersten Versuch schon gemacht haben. Der war eher nicht so beeindruckend. Mein zweiter Versuch wird besser sein, wenn die Termiten den Stamm aushöhlen. Mein zweiter Versuch... Ja. Da kannst du auch noch nicht viel machen. Die Termiten helfen mir nur, wenn ich ihnen dieses seltene Brett bringe. Das stimmt. Die Termiten helfen mir... Und wo kriegen wir das Brett her? Denn das ist ja das, was zuerst gemacht wurde. Dass das auf einmal da lag. 12 Fuß, das war Sasis Weite. Mein Versuch soll einen halben Fuß weiter gelandet sein, obwohl es aussah, als wäre er kürzer gewesen. Aha. Ich überlege wirklich, ob ich ihn abliefern oder einfach selbst meinen Spaß mit ihm haben soll. Gold ist nicht alles. Und verdient hätte er es. Aber andererseits habe ich einen Auftrag. Und meine Berufsehre zwingt mich dazu, mindestens 51% der Zielperson abzuliefern. Bleiben noch 49% für dich. Das ist wahr. Ja, sie scheinen gerade in ein Gespräch vertieft zu sein. Sehr schön, dann nimm die Socke. Die muss anscheinend auch bearbeitet werden. Zerknüllter Zettel. Das sind die Zahlen, die der Krämer später auf einen Zettel schreibt. Auf diesen Zettel, um genau zu sein. Am besten warte ich, bis ich mich darauf anspreche. Mhm. Was kann ich denn da machen? Können die zerschnibbelt werden? Ich gehe erstmal hier rüber. Ach, hier ist eine Anzeigetafel. Irgendwas war hier noch? Nee? Ah, hier. Die da. 12 Fuß, das war Sasis Weite. Ja. Können wir das hier irgendwie? Nee. Soll ich da irgendwas mitmachen? Klar soll ich da irgendwas mitmachen. Dann gehen wir erstmal hier lang. Das Maßband haben wir. So, da steht er. Der richtige Nate, der Vergangenheits-Nate. Der es aber nicht besser weiß. Jorge. Wer sind Sie? Ich bin der Tod, ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Ich bin ein Zeitreisender und komme aus der Zukunft. Was weiß ich? Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht und du bist ein geiziger, geiziger Mensch. Ich bin kein Mensch. Also gut. Ich bin ein Spion in geheimer Mission. Ui, das machen Sie aber gut. Ja, okay. Das ist schön. Ist hier noch was? Hier ist das Ziel. Eins nach dem anderen. Erst einmal muss ich den Zwergenweitwurf gewinnen. So steht der Nate hier eigentlich rum. Der gehört doch hier gar nicht hin, oder? Eins nach... Oder? Och, nö. Nee, er will nicht. Okay, dann gehen wir da rein. Ja. Kessel, das Ding, der Gnom. Ich sollte mich lieber von ihm fernhalten. Wenn er mich erkennt, könnte das schreckliche Auswirkungen haben. Kenne ich Sie? Nein! Meine eigene Mutter würde mich nicht erkennen. Hauptsächlich, weil ich sie nie besuche. Ja. Ein hübscher Mann in einer hässlichen Verkleidung. Mehr kann ich nicht entdecken. Hier muss auf jeden Fall das Brett hingelegt werden. Genau dort lag so unerwartet das Brett für die Termiten. Nur jetzt fehlt jede Spur davon. Ich habe da so eine Theorie, wer es dort hingelegt haben könnte. Also hinlegen wird. Nur, wo finde ich so ein spezielles Brett? Genau, das ist die Frage. Genau dort. Ich habe da so... Können die Termiten das denn sagen? Er wird das ja wohl auch nicht wissen. Weiß er das vielleicht, der Krämer?
Was kann ich für den Herrn tun? Ah. Ich hätte eine Frage. Es geht um ein Brett. Was stimmt mit euch Typen nicht? Dieser Menschentrottel hat mich auch schon danach gefragt. Hey, er ist kein Trottel. Er wird nur missverstanden. Er ist ein missverstandenes Genie. Genies fragen keine hart arbeitenden Händler nach irgendwelchen Brettern. Ich muss weiter. Geheime Mission. Wenn du meinst. Interessiert ihn gar nicht. Auch doof irgendwie. Müssen wir ganz rausgehen? Wir fragen mal die Termiten. Wenn sie denn mit sich reden lassen. Nur, wenn ich ihnen dieses seltene Brett bringe. Irgendjemand hatte es für mich auf das Kissen im Zelt gelegt. Und ich habe da so eine Idee, wer das war. Ja, du selber oder nicht? Oder verstehe ich jetzt hier was falsch? Er kann auf jeden Fall rausgehen. Betrachte den Müllhaufen. Also, magischer Müllhaufen, du hast mir schon so viel Nützliches geschenkt. Wie wäre es jetzt mit einer Kiste Gold, ein paar guten Ideen oder... ein Gnom-Heißluftballon? Warum nicht? Okay. Noch was anderes? Auch der nützlichste Müllhaufen bringt irgendwann keine Schätze mehr. Gut, dann ist der jetzt ausgelutscht. In die weite Welt. Ein Brett holen. Hier, vielleicht kann er ja helfen. Hi, ich bin's, Nate. Ah, mein Freund. Ein, interessantes Outfit. Der Mann von heute ist metrosexuell. Okay. Was kann ich für dich tun? Du scheinst es dir gut gehen zu lassen. Ist das Leben nicht hart? Ach, geht so. Seit der Paladin weg ist, lässt es sich gut aushalten. Freundlicherweise hat er mir auch seinen ganzen Krempel dagelassen. Er wird es dir gönnen. Ich brauche ein ganz bestimmtes Brett. Ja? Wie lang und dick soll's denn sein? Darauf kommt's nicht an. Es muss im Jahre 1784 in einem Chateau namens Latif oder so ähnlich verbaut worden sein. Du bist ein seltsamer Mensch. In einer seltsamen Welt. Die einzigen alten Bretter hier in der Gegend stammen von Särgen. In der Gruft? Nein, die Sarkophage sind aus Stein. Versuch's auf dem Friedhof. Großartig. Okay. Du kennst dich doch mit Knochen aus. Hast du zufällig einen Knochenbogen? Ich? Nein. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass du hier einen findest. Ich weiß zufällig ganz genau, dass ich einen finden werde. Viel Spaß noch. Bis später, mein Freund. Okay. Das, ja, vielleicht finden wir ja noch hier. Ich brauche keine pinken Wuschel oder Spitzenunterwäsche oder irgendwas von dem Zeug. Sicher? Na gut. Ist hier irgendwas noch? Ist hier irgendwas noch? Wir gucken mal. Auf dem Friedhof jetzt. Betrachte das Tor zur Gruft. Das Tor zur Gruft ist mit einer schweren Kette gesichert. Da hat jemand den Laden dicht gemacht. Aber wir müssen durch. Der Eingang ist verriegelt. Und es sieht nicht so aus, als käme ich hier ohne Schlüssel weiter. Hat jemand zufällig den Schlüssel? Der Eingang ist... Kannst du da das Band drum machen? Oder mit dem Heißluftballon hinfliegen? Dann quatsch noch mal mit ihm. Vielleicht kann er ja helfen. Hi. Oh, hallo. Warum ist das Tor zur Gruft mit einer Kette verriegelt? Es ist niemand zu Hause. Wo sind denn unsere Turteltauben? Auf Hochzeitsreise. Werden die alten Knochen ordentlich klappern lassen. Kannst du mir den Schlüssel geben? Was willst du denn in der Gruft? Mir alle Gegenstände nacheinander anschauen und alles mitnehmen, was ich tragen kann. Das kannst du auch hier draußen. Und ich glaube auch nicht, dass du in der Gruft etwas finden wirst, was dir weiterhilft. Viel Spaß noch. Bis später, mein Freund. Das hat ja irgendwie nicht so wirklich geholfen. Können wir zum Tipi nochmal? Sehr interessant. Ich dachte, was ist mit ihm denn? Er ist vollkommen fertig, oder? Der Schamane sieht ganz schön fertig aus. Vielleicht hat er was Schlechtes geraucht. Na, die falschen Pilze. Oh nein. Moin. Au, oh, nicht so laut. Kater? Ich werde nie wieder Drogen anfassen.
Was willst du? Und wie war deine Geistreise? Hast du nette Leute getroffen? Frag lieber nicht. An meinen Pilzen kann es nicht gelegen haben. Ich glaube, ich bin einfach zu alt für diese Dinge. Genau. Psst. Weißt du nicht, was mit alten Bullen passiert? Stichwort Wurstplatte. Willst du mich gar nicht nach meiner Verkleidung fragen? Was für eine Verkleidung? Vielleicht solltest du dir noch ein kleines Nickerchen gönnen. Heißt das, ich schlafe nicht? Kennst du dich mit Pfeil und Bogen aus? Eigentlich nicht. Aber ich muss einen Knochenbogen finden. Einen Bogen? Aus Tierknochen? Aus Hirschgeweih, nicht von edleren Tieren wie Rindviechern. Ich besitze das Geweih eines Hirschs. Und was willst du dafür? Feuerwasser könnte ich brauchen. Feuerwasser? Du bist gerade runter von den Drogen und schon willst du dir Feuerwasser reindröhnen? Wovon redest du? Feuerwasser ist flüssiges Feuer. Mit ein paar Tropfen kann ich morgens mein Lagerfeuer anzünden. Ach so. Okay. Okay. Ich brauche ein Brett. Ein Bett? Nein, ein Brett. Was bringt dich dazu, hierher zu kommen und mich nach einem Brett zu fragen? Ich hätte dich lieber nach einem Bett fragen sollen. Das wäre mir lieber gewesen. Unsinnigste Unterhaltung aller Zeiten. Wahrscheinlich ein Lokalisierungsfehler. Okay. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier mit der Luft nicht. Vollkommen platt. Von den falschen Pilzen und er kapiert es halt auch einfach nicht. Das Wasser im Topf hat angefangen, vor sich hin zu köcheln. Das Wasser... Vielleicht brauchen wir das noch für irgendwas. Hier, für den Ballon oder... Ach, die Socken. Mal sehen, wie den billigen Socken eine kochend heiße Wäsche gefällt. Die werden dadurch ein bisschen eingehen. Witzig. Ja, gut. Heiß! Ja, und? Kürzer? Sie sind eingelaufen. Na, sowas. Das heiße Wasser hat die Socken einlaufen lassen. Jede Socke ist nun ein Stückchen kürzer als vorher. Cool. Okay. Können wir das irgendwie benutzen? Oder das damit? Oder das damit? Nein. Und wir können den Topf auch gar nicht mehr benutzen. Das ist gut. Dann ist hier alles erledigt. Und er will Feuerwasser haben. Ja, Orklager, Landkarte. Vielleicht können wir jetzt echt überall nochmal so hin. Genau, wir gehen zu unserer Drachenfreundin. Gucken, wie es der so geht. Ja, die muss noch ein bisschen üben, ne? Hast du Angst? Das hatten wir alles schon. Wie bitte? Ich bin's, Nate. Oh, hallo. Was ist aus deinem Kriegerset geworden? Das ist eine lange Geschichte. Lass dich bei deinen Studien nicht stören. Okay. Okay. So, wir können den Schmelzofen benutzen, aber das wollen wir ja wohl hier nicht mehr. Was ist damit eigentlich? Ein Ballon, den man mit heißer Luft füllen kann, um damit zu fliegen. Ganz ähnliche Technologie wie bei der Mary, meinem Schiff. Allerdings ist das hier Gnomentechnologie. Ein Flugversuch könnte also auch in einem beeindruckenden Feuerball enden. Heiße Luft, ah ja. Ja. Ein Haufen Kupferkessel. Einer schöner als der andere. Das Ach hier so. Ist der schönste. Den werde ich mit auf die Mary nehmen. Jetzt sind die weg. Die Kupferkessel. Alles klar. Haben wir gemacht. Ich quatsche sie jetzt mal an. Oder nee, wir gucken erst mit dem Schmelzofen noch an. Aber so richtig einen Plan habe ich auch noch nicht. Der Ofen ist immer noch heiß. Aber meine Schmiedekarriere habe ich hinter mir. Das stimmt. Ja. Dann reden wir mal mit ihr. Ich glaube, wir sind nur wegen der Kupferkessel hergekommen. Na, meine Süße, was gibt's Neues? Nicht viel. Ich lese immer noch fleißig. Aber ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht furchteinflößender geworden. Das wird schon. Vielleicht fehlt dir auch einfach die praktische Erfahrung. Das könnte sein. Aber ohne eine solide theoretische Grundlage will ich lieber noch keinen Schrecken verbreiten. Wie du meinst. Ich störe dich nicht weiter. Mach's gut. Oh, tschüss. Zu wem können wir noch? Zu denen?
So, sind die da unten eigentlich mittlerweile rausgekommen? Oder? Ja, nee, anscheinend immer noch nicht. Ich sollte vielleicht nicht zu nah rangehen. Zloff könnte versuchen, mich mit einem Blitz zu erwischen. Dort okay. Ist jemand. Wer? Woher soll ich das wissen? Wer da sein? Niemand hier ist... Sloth, mein Name ist Massas. Ah, das ist doch eine gute Idee. Vielleicht kümmern die sich nämlich später dann um Massas bei dem Lauf. Ich bin die große Kopfgeldjägerin Massas. Und was willst du hier? Ich habe euch in die Falle gelockt. Massas haben buntes Kaninchen abgerichtet. Warum habt ihr das getan? Nun ja, ich bin Kopfgeldjägerin und ihr habt zwei Köpfe. Ich befürchte, ich kann dieses Verhalten nicht akzeptieren. Kaputt hauen! Um mich kaputt zu hauen, müsstet ihr beiden Fleischklopse da erst einmal rauskommen. Und wie ich das sehe, wird euch das ohne Hilfe nicht gelingen. Bis später, ihr Trottel. Ah! Die beiden könnten ein kleines Problem für Massas bedeuten, sobald sie aus der Spalte kommen. Nicht schlecht. Jetzt können wir als Nate reden, oder? Hallo, steckt da etwa jemand in dieser Spalte? Wer ist dort? Hier ist Nate, das Menschlein. Menschlein? Den Göttern sei Dank. Nate, kannst du uns befreien? Wie cool. Eine Kopfgeldjägerin hat uns in eine Falle gelockt. Doch nicht etwa diese fürchterliche Massas, seine Orgfrau mit dunklen Haaren. Die jagt mich auch schon seit Ewigkeiten, dabei habe ich ihr nie was getan. Kaputtkloppen! Du wirst dich nicht mehr vor ihr fürchten müssen, Freund Nate, sobald wir hier rausgekommen sind. Das klingt gut. Ich lasse mir etwas einfallen, wie ich euch helfen kann. Sehr schön. Ach, er ist aber auch ein Fuchs, ne? Muss man ja mal sagen. Hat er die einfach verarscht irgendwie? Aber irgendwas ist doch hier bestimmt noch. Ist hier vielleicht Feuerwasser? Zu lange wird es nicht mehr brennen, aber momentan macht es noch gut Wärme. Für? Zu lange wird es... Für irgendwas brauchen wir das. Dafür nicht. Da. Heiße Luft. Haha. Damit können wir die bestimmt da rausholen. Hey, ihr beiden, haltet euch an diesem Seil fest. Ich versuche, euch mit einem Heißluftballon hochzuziehen. Mhm. Sehr Tut schön. Tut sich was? Mach dich leicht, Grump. Leichter. Es geht nicht. Grump ist zu schwer. Und jetzt? Warten wir, bis ihr ein paar Pfund abgespeckt habt? Kannst du dir nicht etwas anderes einfallen lassen? Muss ich ja wohl. Wie werdet ihr nur leichter? Wie werden die denn leichter? Die beiden sind zu schwer. Es kann auch sein, dass sie sich in der Spalte verkeilt haben. Auf jeden Fall schafft der Ballon es nicht, sie herauszuziehen. Blöd. Können wir die Sockendings als Hilfe nehmen? Gibt's hier noch was anderes? Das wird noch ein kleines Problem sein gerade hier, aber das werden wir schon irgendwann lösen. Mal sehen, ob der Schrank etwas zu bieten hat, was ich vorhin noch nicht gebraucht habe. Das wäre cool. Der gleiche Krempel wie vorhin. Außer, was ist das? Eine kleine Schachtel. Zloffs Zahnseide, Finger weg, steht da drauf. Zahnseide ist gut. Das ist eine Sehne von irgendeinem Tier, über einen Meter lang und reißfest. Ah, da kann er sich mit der Sehne einen Bogen bauen, zum Beispiel. Verschiedene Körperpflegeprodukte wie Spachtelmasse, Eisenfeilen und Meißel. Nichts, was ich brauchen könnte. Durchgesucht? Fertig durchgesucht, okay. Wir wollen ja nichts übersehen. Ja, hier ist auch nichts mehr. Den Ballon haben wir schon rangemacht. Wie kriegen wir denn die zwei Klopsis da jetzt hoch? Ja. Gehen wir jetzt einfach, oder wie? Können wir hier irgendwie mit der Sehne was? Ich glaube, es ist eher für den Bogen. Wir müssen erstmal woanders noch hingehen. Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Wusa könnte die kleinen Kerle auf mich hetzen. Oh, okay. Wusa! Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Wusa. Das macht er nicht mehr. Zu ihr brauchen wir eigentlich auch doch nicht gehen. Wir könnten zu ihm gehen. Ja, dann gehe ich ins Orklager, würde ich sagen. Und dann klären wir das mit den Socken erstmal. Weil ich glaube, ich bin damit jetzt schon ein paar Schrittchen weiter.
das machen wir jetzt erstmal hier wieder hin, damit er das fertig hat. Das ist jetzt eingelaufen. So, eins nach dem anderen. Das sollte mich nach vorne bringen. Genau. Der Häuptling hält mich für einen Gitarren. Ja. Dann geh mal und irgendwann muss es ja wohl weitergehen. Aber er braucht noch das Brett. Das Brett ist eigentlich das Wichtigste. Was machen wir denn ohne das Brett? Ah, Feuerwasser. Ich brauche eine Flasche Feuerwasser. Haben Sie so etwas? Feuerwasser? Ja, da habe ich wohl noch eine Flasche. Sie wirken verwundert. Es ist nur... Sie wissen schon, was das kostet? Lassen Sie mich raten. Flüssiges Feuer ist ungefähr so teuer wie... Naja, teuer halt. Genau. Ich habe kein Gold, aber vielleicht könnten wir tauschen. Was bieten Sie an? Ja, einige Geisterpilze, die Bekanntschaft einer Elfe. Ich könnte Ihnen einen Kupferkessel besorgen. Ich habe einige Kupferkessel im Angebot. 97, um genau zu sein. Und was soll ich damit? Was kannst du mir sonst anbieten? Ich kenne da eine Waldelfe. Ich könnte sie Ihnen vorstellen. Kein Interesse. Frauen sind zu kostspielig. Je hübscher, desto teurer. So toll sieht sie nicht aus. Sie ist eine Waldelfe. Okay, vergessen wir es. Was kannst du mir sonst anbieten? Das mit den Kupferkesseln, klar, weil dann fragt er nämlich danach und dann muss er welche besorgen und kommt auf das Angebot zurück. Ich könnte Ihnen Geisterpilze besorgen. Ich habe da so meine Quellen. Kein Interesse. Was hast du noch zu bieten? Das war's wohl dann. Ich befürchte, ich besitze nichts, was Sie für eine Flasche Feuerwasser eintauschen würden. Dann eben nicht. Das kommt noch, mein Lieber. Ich muss weit. Wenn du mal... Das kommt noch. Ich sollte dem Universum und dem Raum-Zeit-Kontinuum nicht noch größere Kopfschmerzen bereiten, indem ich mich länger als nötig mit mir selbst unterhalte. Wo kriegen wir... Ja, das Schloss ist halt dicht. Ach, können wir vielleicht das Schloss aufmachen mit der Sehne am Friedhof? Das wäre ja noch irgendwie... Ach, hier, warte mal, da ist noch der Baum. Ich lasse den Ast lieber am Baum. Das Wettkampf, ich brauche den später für den Pfeil. Okay. Ja. Mein zweiter Versuch wird besser sein, wenn die Termine... Ja, aber das Brett. So, wir nehmen mal den schnellen Weg hier kommen. Versuchen wir es mal mit der Sehne und dem... Nein, das geht leider nicht. Das muss doch eine Möglichkeit geben. Habe ich hier was übersehen? Da ist noch was. Betrachte das Grab. Tarakas, Level 68, Paladin. Und Pull. Gestorben 1720. Ja, das war so. Flips, Level 60, Magier. Wie? Agro? Gestorben 1812. Aber da sind wohl welche dabei, oder? Wir wollen ja unser Chateau. Unser Chateau-Dingens. Oh, da muss doch irgendwo dieses dumme Brett sein. Und das Feuerwassergedünke auch noch nicht machen, das gibt's ja wohl nicht. Ach, hilf mir doch mal, du untoter Geistertyp. Muss doch zu irgendwas gut sein. Nee, keine Ahnung, was ich fragen sollte. Ja. Nee. Ja, dann, Ich habe einen schönen Kupferkessel, den will er vielleicht behalten. Und die ganzen anderen Kupferkessel braucht er für den anderen. Dann haben wir noch eine Sehne. Aber wir haben noch keinen Knochenbogen, den wir kriegen durch das Feuerwasser. Feuerwasser mit dem Kupferkessel. Brauchen wir aber das Brett. Und das Brett soll vom Friedhof. Und ja, wie kriegen wir das alle Friedhofstor auf? Der Narr hat die Gruft verriegelt. Ich glaube aber auch nicht, dass ich da drin weiterkommen würde. Nee? Ach so.
betrachte das Grab. Komm, irgendeins ist dabei. Bunker, Level 70 Krieger. Mehr Heilung. Gestorben 1804. Wie sie alle im Kampf gestorben sind. Der eine mit Aggro und Heilung und sehr witzig. Immer diese WoW-Anspielung irgendwie. Ja, habe ich jetzt alle Gräber durch? Jetzt habe ich alle Gräber durch. Zu ihm brauche ich eigentlich auch nicht mehr gehen. Wo können wir denn noch hingehen? Wir müssen den Sloths helfen, oder? Was sollen wir sonst machen? Oder ich habe irgendwas im Lager noch vergessen zu machen. Bin mir da jetzt gerade nicht so ganz sicher. Die Kessel helfen ja auch nicht zum leichter werden. Ja, Dann wieder ins Lager. Hier war auch gar nichts mehr. Hier sind die Termiten nur, der Zwerg und ja, der Rest halt. Dann gehen wir. Und hier kann ich auch gar nichts machen. Ist hier noch was? Ich glaube nicht, dass Wilbur das Artefakt schon ausgetauscht hat. Er wird warten müssen, bis der andere Wilbur befreit ist. Okay. Ich weiß nicht, wie Wilbur die Linie passieren konnte. Das soll er schön alleine regeln. Genau dort lag so unerwartet das Brett für die Termiten. Nur jetzt fehlt jede Spur davon. Ich habe da so eine Theorie, wer es dorthin gelegt haben könnte. Also hinlegen wird. Nur... wo finde ich so ein spezielles Brett? Ich weiß auch nicht. Es muss doch irgendwo sein. Und wenn es nicht beim Friedhof ist, wo dann? Ach, das ja. Wir werden es finden im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales, Leute. Bis dann!